Westlich von Chemnitz gibt es einen coolen Dirtspot, der nennt sich Artificial Trails und den stelle ich euch heute vor. Warm fahren kann man sich an der Table Line, daneben ist eine Table und Double Line, die schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Man kann allerdings alle Doubles umfahren. Ganz außen, da gibt es eine Trail Line, die ist natürlich schon deutlich anspruchsvoller. In der Mitte gibt es nochmal eine richtig steile und anspruchsvolle Line und daneben auch nochmal eine On- und Off-Box. Die ganzen Lines, die enden dann in einem Mulchsprung, der hat zwei Absprünge, einen langen und einen kurzen. Da kann man natürlich schön die Tricks üben. Und das Ganze hört dann aber noch nicht auf, dann geht es um eine Kurve rum, dann hat man nochmal einen Mulch-Step-Up, den man übrigens auch getrennt anfahren kann, dann geht es nochmal um eine Kurve, Schwung holen und dann gibt es einen Flyout noch. Und wer Bock hat, da mal hinzukommen, schreibt sie gerne an, die freuen sich immer auf Besuch.